Unser Arbeitsalltag ist sehr, sehr abwechslungsreich, ist nicht im Scheuklappendenken und kann sich nur auf Einfachgebiet fokussieren. Man sieht wirklich alles. Das macht das Arbeiten sehr spannend, sehr abwechslungsreich und vor allem als junger Arzt sehr interessant, weil man eben breit gefächert aufgestellt ist. Herausforderungen und Arbeitsablauf im Arbeitsalltag ist natürlich immer jeden Tag verschiedene Menschen, verschiedene Patienten, verschiedene Krankheitsbilder. In diese standardisierten Abläufe haben wir natürlich auch die Zeit, die Ressourcen, dass wir sich individuell um den Patienten auch kümmern. Ich arbeite in einem Gleitzeitmodell und kann mir meine Arbeitszeiten flexibel gestalten. Im Allgemeinen ist die Dienstplanung sehr, sehr gut strukturiert. Besteht auch seitens der Kollegen immer die Möglichkeit, für Dienste einzuspringen, falls es wirklich mal nicht geht. Man muss auch betonen, dass sich das Klinikum wirklich sehr an das Arbeitszeitgesetz hält und auch wirklich darauf achtet, dass die Maximalarbeitszeit nicht überschritten wird. Ich komme gerne in die Arbeit einer und ich sehe gerne die Kollegen. Wir haben Spaß in der Arbeit, wir helfen da gut zusammen. Gewerksübergreifend. Wir haben von den Generationen her bunt durchgemischt und dadurch haben wir aber auch sehr viel neuen Input von den jungen Kollegen, die was frisch von der Ausbildung kommen oder halt auch den Erfahrungswert von den Kollegen, die was schon länger in diesem Job sind. Die Führungskräfte unterstützen uns sehr gut. Das ist auch ein wirklich gewichtiges Argument, hier zu arbeiten. Es ist eine sehr positive Führungskultur. Flache Hierarchien, man wird unterstützt bei Fortbildungen, man wird unterstützt bei Fragen. Fehler werden verziehen, das ist auch sehr angenehm und sehr schön. Firmenfeiern oder Teamausflüge haben wir regelmäßig. Noch die Stationsbesprechungen zum Beispiel ist Standard, dass wir gemeinsam essen gehen. Es treffen sich aber immer wieder kleinere Gruppen zu Frühstücken, zu Abendessen. Jetzt im Sommer natürlich auch viel wandern gemeinsam. Und entweder wird es privat organisiert oder auch vom Haus mit Betriebsausflüge. Besonders schönes Team-Event war definitiv die diesjährige Weihnachtsfeier. Die fand in dem Kubinsaal in Scherding statt. Die Verpflegung war hervorragend. Wir haben uns nett unterhalten und es ging bis tief in die Nacht. Am meisten Spaß beim Arbeiten macht mir, wenn ich zu einem defekten Gerät komme und ich repariert ist und dann geht's wieder. Die schönsten Situationen in meinem Arbeitsalltag ist, dass man die Genesung mit den Patienten gemeinsam mitwirken und miterleben darf.